Ansatz ist, dass ich mich einfach zur Praxis fortbilden wollte, neue Methoden kennenlernen, einfach neue Wege kennenlernen. Also mir war wichtig, gewisse zeitliche Flexibilität zu haben, immer unterschiedliche Angebote angesehen, wollte aber nicht jede Woche quasi zur Schule gehen müssen. Ganz grundsätzlich war das in all den Jahren der Berufserfahrung im PR-Bereich, versucht habe, mir eine fundierte theoretische Grundlage heranzueignen, was ich aber nie mit meinem beruflichen Alltag verbinden ließ. Diesen Wechsel von Intensivphasen und Heimstudium bei optimaler eigener Zeiteinteilung nutzen zu können. Die Struktur des PR-Studiums hier an der Donau-Uni ermöglicht mir das, dadurch, dass es eben ein Fernlehrgang ist, das auch entsprechend zu koordinieren mit meinen beruflichen Aktivitäten. Der zweite Grund, warum ich genau dieses Studium gewählt habe, ist meine familiäre Situation. Ich habe 3 Kinder und da ist dieses Fernstudium, wo ich sehr viel zu Hause machen kann, einfach der ideale Weg für mich. Sehr fundiert theoretisch ist, ohne aber die Praxis zu vernachlässigen. Also das ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis, das mir persönlich sehr entgegenkommt. Eine für mich sehr gute Kombination zwischen fundierter Wissenschaft, wo ich auch darauf zurückgreifen kann, und dem Praxisbezug, den wir vor allem in den Modulen, die wir hier in Krems haben, sehr intensiv mitmachen. Wo man sehr kompakt mit seinen Studienkollegen und Kolleginnen ein Thema bearbeitet, gewissen Spektrum der Kommunikation in einer Woche intensiv durchnimmt und in der restlichen Zeit sehr flexibel die Studienbriefe selbst bearbeiten kann. Einer der ganz großen persönlichen Nutzen ist der Kontakt zu den Mitstudierenden, der im Gegensatz zu anderen Kursen oder dem, was ich von Universität gewohnt bin, schon so ausgerichtet ist, dass alle Studierenden aus der Praxis kommen. Ich habe schon laufend umgesetzt. Ich habe mir einfach aus doch der Fülle der Methodik immer wieder Ideen geholt, auch im Bereich Texten und so weiter wieder neue Anregungen geholt. Das heißt, es ist eigentlich eine laufende Bereicherung in meiner täglichen Arbeit und das wird eigentlich auch in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld schon so gesehen und auch sehr gut bewertet. Dass ich meine tägliche Arbeit auch, sagen wir, unter Anführungsstrichen kommunikationstheoretisch auch hinterfrage. Also ein gewisser Networking-Effekt ist auf jeden Fall gegeben und man kann sehr profitieren von den Berufserfahrungen der anderen. Im Bereich internationaler Organisationen, im Bereich der internationalen Krisen- und Katastrophenhilfe, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Die Absolvierung des Lehrgangs hat mir dazu geholfen, dass ich die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit in meinem Betrieb übernehmen kann und ich kann jetzt auch auf schon sehr eine breite Praxis verweisen und das wird jetzt auch so bleiben, dass ich diese Leitung beibehalte natürlich. Ich habe die Erfahrung für mich gemacht, dass ich sehr viel einbringen kann von dem, was ich beruflich mache und das verknüpfen kann mit dem, was gelehrt wird und eben auch über die Abschlussarbeit dann auch verwenden kann. Und auch die beruflichen Chancen dann sozusagen zu erweitern.